Aloha und weiter im Text mit Fable The Lost Chapters. Wir müssen den Häuptlingssohn von Nothulglade befreien, beziehungsweise wir haben ihn schon befreit. Ausgezeichnet. Arbeit ist ehrenvoll. Wenn ihr meiner Dienste nicht mehr bedürft, redet einfach wieder mit mir. Ja. Und wir sind auf dem Weg zurück nach Nothulglade, weshalb ich gerade einen Leibwächter angeheuert habe. Denn diese Räuber sind mir gerade ein bisschen zu anstrengend. Nein, da hoch will ich nicht. Ich möchte weitergehen. Denn wir haben ja nicht ewig Zeit. Wir auch mal nach Hause. Ah. Mir juckt die Nase. Nicht gut. Oh, wow, wow, wow. Belverine! Ja, wenn dich das freut, finde ich das ja schön, aber mich freut das nicht so. Denn ich soll dich nach Hause bringen. Ich werde dich ganz bestimmt nicht an deinen Bruder verraten. Wenn du wüsstest, was du für einen komischen Bruder hast, ne? Du würdest dich ganz und gar nicht mehr freuen. Bitte lass hier keinen Troll warten. Ah, nee. Es ist ein Räuber. Und ich habe ihn von hinten erwischt. Ihr habt im Leben den rechten Weg eingeschlagen, oh Held. Ja, ich weiß. Ja, da ist er. Ich wäre dir übrigens sehr verbunden, wenn du was für dein Geld tun würdest. Also wenn du mir helfen würdest, zum Beispiel. Das klingt vielleicht total absurd, weil, ne, Geld verdient man doch lieber ohne irgendwie was zu tun, aber... Ja, Direkt hinter euch. Ja, ich merke das schon. Versteckst du dich hinter mir? Weil ich meine, ich habe dich jetzt noch nicht kämpfen sehen und du wurdest auch noch kein bisschen verletzt. Ich hab euch im Visier. Mich? Oder? Aha, jetzt kämpft er. Bewegung. Aber irgendwie mache ich doch die ganze Arbeit. Wir müssen mal über eine Gehaltskürzung von dir nachdenken, mein Freund. Wie hieß du eigentlich? Slam? Sam? Slam. Was ist denn das schon für ein Name? Slam. Ja, los, wir sind schon fast zu Hause. Ja, ich weiß. Hör auf zu meckern. Kind, ey. Dieser Junge ist mir echt unsympathisch. Und ich würde ihn... Gemeinsam besiegen wir das Böse in Albion. Ja. Nicht neidisch sein. Und ich würde ihn sogar fast an seinen Bruder verraten. Aber so bin ich nicht. Aber wenn du noch ein bisschen vorlauter bist, dann mache ich das. Ich dachte gerade, der kratzt sich mit seinem Schwert am Rücken. Vater sagt, da unten sei ein Dämon, der Türen verkauft. Ich glaube wenigstens, dass er das gesagt hat. Ja, so in etwa. Aber wenn ich dorthin gehe, dann tötet dich dein Bruder. Und das willst du, glaube ich, nicht. Ich laufe in die falsche Richtung. Denn du willst ja nach Hause und nicht hier, ne? Das ist mein Eheweib. Hallo, mein Schatz. Hallo, geliebtes Herz. Hallo. Hier, schenke ich dir. Wie hübsch. Den schenke ich dir auch. So. Man muss sich ja um seine Ehefrau kümmern, nicht wahr? Wir haben es fast geschafft. Ja, wir haben es fast geschafft. Den rechten Weg eingeschlagen. Und da ist dein Vater. Hi. Oh, mein Junge, dir geht es gut. Ich war so besorgt. Es war toll, Vater. Ich war in dieser Höhle und da waren diese Räuber mit großen Schwertern und... Ja, hör auf, das klingt schrecklich. Ich lasse dich nie mehr aus den Augen. Oh, Vater, nie darf ich Spaß haben. Darf ich wenigstens einen zahmen Balverin haben? Bitte. Ein Balverin? Avo, hilf uns, darüber reden wir später. Unsere Stadt dankt euch nochmals. Ich hoffe nur, wir können auf eure Dienste jetzt verzichten. Es zerrt zu sehr an meinen Nerven. Okay. Ich hoffe, ihr kommt jeden Tag und tötet Räuber. Ja, das werde ich gleich mal tun. Was? Mein Sohn tat was? Denn das war einfach nicht fair, was der da von uns erwartet hat. Rumstehen bringt uns nicht weiter. Gott, ich habe gerade gedacht, mich greift jemand von hinten an. Einen sicheren Aufenthalt. Ja, danke schön. Ist der Häuptling jetzt hier? Kann ich mit ihm reden? Nö, warum auch? Sehe nichts mehr. Geh weg. Okay, Slam, geh einfach weg.
Nun gut. Warum laufe ich eigentlich noch? Also ich könnte mich genauso gut auch teleportieren. Und zwar Oakville. Nee. Da. Wo war die andere Quest? Ah, ich muss nach Bowerstone. Ja, los. Tu das, was ich will. Hast du mich verstanden, du Spiel? So. Ich gehe mal eben Miete eintreiben. Dankeschön. Es ist voll ungewohnt, dass ich keine Waffe bei mir trage. Ah, und ich könnte ja mal an die Schule nochmal was spenden, auch wenn es jetzt schon spät abends ist. Aber, lass mich durch. Es ist eine Ehre, neben einem so furchtlosen Helden zu kämpfen. Ja, du kriegst 20 Goldstücke dafür, dass du nichts tust, sondern nur mir hinterherläufst. Gratulation, du hast alles im Leben richtig gemacht. Es war klar, dass ich jetzt hier nichts finde. Denn es ist ja Nacht und Schule ist ja nicht nachts, ne? Deswegen werde ich mal noch eine Nacht schlafen. Ich habe ja genug Geld, ich kann mir das leisten, dass ich hier in der Taverne übernachte. Das ist nicht die Taverne. Denn ich möchte noch wenigstens ein Buch an die Schule spenden. Das ist immer ein bisschen interessant. Ja, nennen wir es interessant. Hallo, meine Hübschen. Ich habe nur Hurra! Oh, ein Bier wäre nicht. Das wäre jetzt interessant. Kann ich zwei Leute anheuern? Ihr seht aus, als könntet ihr ein paar Extramuskeln vertragen. Einen besseren als mich findet ihr nicht. Okay. Ja, warum nicht? Toll! Ich kann die Arbeit brauchen. Lasst mich wissen, wenn ihr mit mir fertig seid. Okay. Schieb mal ein Bier rüber. Ja, ich kann zwei anheuern. Das ist cool. Ich schau mal, ob ich hier irgendwelche Tränke? Ja, natürlich kann ich Tränke kaufen. Ja, Geschenke, Nahrung, Äpfel und Apfelkuchen sind immer gut. Das war's dann erstmal und ich übernachte. Ja, ich weiß. Und ich werde in einem dieser Betten schlafen. Oder ich lasse mir was von dem Baden vorsingen. Mein Spezialgebiet. Okay. Ich nehme euer Gold und sing euer Lied. Mach das mal. Ja, für 10 Gold. Wo soll ich anfangen? Ah ja. Man denke, man male es sich aus. Der riesigen Insektenschar, da schrecklich die Wespenkönigin war. Na, das ist ja schon alt. Doch der Held machte ihr den Gar aus. In der Huckküste Beschaulichkeit liegt des Leuchtturms strahlende Pracht. Zum Kampf mit Schlüsseldieb Mace wart ihr bereit und durchbohrtet ihn mit aller Macht. Verheiratet unser Held ist, wie ihr wisst. Heim und Familie sind seine Pflicht. Doch wer sagte, dass ein Segen das ist. Meine Frau wohl kennet nicht. Ich will ein Bier. Ist aber nicht nett. Ja, ich schlafe 35 Gold mal eine Nacht hier. Und es ist früher Morgen. Die zwei standen die ganze Nacht neben meinem Bett. Das ist irgendwie gruselig. Aber gut. Wenn sie sonst kein Hobby haben, sollen sie das tun. Ja, ich sehe, wie du die Räuber tötest, Kind. Na? Ihr müsst zur Schule, meine Lieben. Ja, hip hip hurra! Gut, besuchen wir die Schule. Ich hänge an der Wand fest. Wo ist euer Lehrer? Hallo? Meine Kleinen, möchtet ihr mir verraten, wo euer Lehrer ist? Da kommt er. Hallo, Mr. Gout. Macht euch bereit. Wollt ihr etwas stiften, o Held? Die Geschichte von Messer Jack.
sollte die Kleinen bändigen. Gerne. Ja, da hast du es. Wollt ihr nicht bleiben und zuhören, o Held? Zum Lernen ist es nie zu spät. Eigentlich hatte ich was Wichtiges vor. Ich muss mit Messer Jack Eis essen gehen. Welch Krieger in roter Robe bringt Tod und Zerstörung nach Albion? Jack! Wer ist die Legende mit der Maske? So stark wie 10 Helden. Das ist Jack! Wer ist der die Nacht durchstreifende Dämon, der böse Kinder in die Hölle bringt? Jack? Manche sagen, Messer Jack würde ewig leben und sei nicht von dieser Welt. Manche sagen, dass wir nicht Jack, sondern seine Maske fürchten müssten und viele sie trugen im Lauf der Jahrhunderte. Wie auch immer, Jack scheint dem Tode erneut entkommen. Wer kann ihn jetzt noch besiegen? Avatar kann ihn jetzt noch besiegen. Das war nur ein Schatten. Lass mich durch. Ach, dann nicht. Ich musste gerade bei der Beschreibung von Jack an Darkwing Duck denken. Er ist der Teufel, der die Nacht durchflattert. Er ist der Brokkoli zwischen unseren Zähnen. Er ist Messer Jack. Ja, so viel dazu. Bewegen wir uns zurück auf unseren eigentlichen Pfaden des Quests, den wir angenommen haben. Ha, ich habe den Satz noch zu Ende bekommen. Ich konnte den Bogen erfolgreich schließen. Und ja, schauen wir uns mal die ganze Misere an, die die Leute da haben. Ja, viel Spaß noch, lass mich durch. Ja, hier ist niemand drin. Das ist schön. Und wir sind jetzt auf dem Weg zum Bowerstone-Gefängnis. Pfad. Hey, seht mal, wer da ist. Hey. Endlich seid ihr da. Dann mal Tempo jetzt. Der Henker wartet nicht gern. Haltet eure Augen offen. Das Räubergesindel dieses Abschaums könnte versuchen, ihn auf dem Weg den Hügel hinauf zu befreien. Wäre nicht das erste Mal. Und kommt ja nicht auf dumme Gedanken. Der Einzige, der diesem Mann den Kopf abschlägt, ist der Henker höchstpersönlich. Ach, schade. Naja. Räuberplan, ja, haben wir schon gelesen. Dann... Ach so, meine... Ach ja, meine Leibwächter. Ihr seid ein echt guter Anführer. Hey, Monty. Ich glaub, der hier bekommt heute noch die Axt zu spüren. Ach. Spielt mit, Kumpel. Bleibt bei uns, ja? Ja, ja, ist ja gut. Einen Tag lang Blutschruppen. Wohl wahr. Aber ich bin Ihnen ehrlich gesagt wirklich zu schnell. Richtig? Traurig. Ich folge! Ja, ist ja gut, dann lass mich doch durch. Mann, ey. Ihr seid zu langsam. Oh, 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 oh. Ah, aua. Das war jetzt nicht nett, ja, ne? Also, so von hinten angreifen ist total feige. Gut, weiter geht's, Kumpel. Geht voran. Lauf. Ich könnte ja mal meinen Trupp hier heilen. Ich stehe in eurer Schuld, Sir. Gut. Halten wir fest. Ich erinnere dich dran, wenn es soweit ist. Weiter geht's. Es ist eine Ehre, neben und einem uns so lassen sie hier Helden stehen. Zu kämpfen. Ja, schön, dass es eine Ehre ist. Also, ich würde mich ja auch geehrt fühlen. Weiter geht's, weiter geht geht's, weiter nicht geht's. Allein durch. Lasst uns vorangehen. Ja, ja, gut, dann lauf. Der hat ganz schön viele Narben, der Typ. Irgendwie tut er mir ein bisschen leid. Steht nicht nur so rum, kämpft! Ja, boah. Erst sagen sie, ja, lauf denn nicht alleine durch, weil voll und so, wir müssen vorgehen. Und wenn ich sie vorgehen lasse, dann meckern sie rum, ja, steh mal hier nicht so dumm rum, ne? Arbeite mal, du Held und so. Geht voran! Wartet, wartet, wartet! Wartet, bevor ihr weitergeht. Wir sehen uns beim nächsten Mal von Fable The Lost Chapters. Au revoir!